Auch wenn es viele heute nicht mehr wissen, auch in Deutschland gab es bereits vor über 100 Jahren den Versuch einer sozialistischen Revolution. In diesem Video erfahrt ihr mehr darüber, wie es damals zu einer revolutionären Situation und dem Aufbau von Räten kam. Im Beginn des 20. Jahrhunderts war Deutschland ein wirtschaftlich sehr starkes Land, geprägt von den großen Monopolen. Das Reich hatte aber bei der Eroberung der Kolonien nicht wirklich mit den anderen Mächten mithalten können. Die deutschen Monopole und ihr Hunger nach Extraprofiten drängten schon bald zu einer aggressiveren Außenpolitik und einer Neuverteilung der Territorien und auch der Märkte. Eine Besonderheit in Deutschland war auch die Stärke der marxistischen Bewegung. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter waren organisiert und dazu gab es noch eine starke theoretische Führung durch Genossen wie Clara Zetkin, August Bebel, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und andere. Nach Russland hatte Deutschland zur damaligen Zeit die stärkste revolutionäre Bewegung weltweit. Umso mehr schockierte es Marxisten und Marxistinnen auf der ganzen Welt, als die SPD bei Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 in das Lager der Herrschenden überging. Ihre Politik des Burgfriedens sicherte den deutschen Imperialisten ein ruhiges Hinterland. Es gab keine Streiks und Arbeitskämpfe mehr. Ebenso wurden Parlamentswahlen und Kritik an der Regierung und am Krieg ausgesetzt. Damit entwaffnete sich die alte Sozialdemokratie politisch und ideologisch. Sie verrat die internationale Klassensolidarität und den Kampf für Frieden zwischen den Völkern. Ähnlich verhielten sich auch in verschiedenen Ländern die sozialdemokratischen Parteien. Dieser Verrat durch zahlreiche sozialdemokratische Organisationen in Europa führte zum Zusammenbruch der Zweiten Internationalen. Die Zweite Internationale war ein internationaler Zusammenschluss von verschiedenen sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Organisationen. Diese spalteten sich an der Frage des Krieges. Ein Teil von ihnen ging für immer auf die Seite der Herrschenden über und akzeptierte den Reformismus. Der andere Teil bildete nach und nach eigene kommunistische Organisationen und Parteien und blieb auf dem Weg des revolutionären Klassenkampfes zur Überwindung des kapitalistischen Systems. So geschah das auch in Deutschland. In der SPD gab es schon in den Jahren vor dem Krieg Widerstand gegen die Aufrüstungspolitik des Kaisers und der Regierung. Im Laufe des Krieges, der an der Front viele Millionen Leben von Arbeitern und Bauern forderte, wuchs der Widerstand gegen den Krieg und gegen die Politik des Burgfriedens. Dann folgte die Bewilligung der Kriegskredite, die von einem großen Teil der SPD getragen wurde. Doch im April 1917 gründete sich mit der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands eine neue Partei, welche große Teile der linken und revolutionären Opposition in Deutschland vereinigte. Es sollte noch einmal fast 2 Jahre dauern, bis sich die Kommunistische Partei Deutschlands gründete. Doch dazu kommen wir gleich nochmal. Im Jahr 1918 verschärfte sich die Krise immer weiter und ließ in Deutschland eine revolutionäre Situation heranreifen. Im April 1917 hatte es bereits große Streiks wegen der mangelnden Lebensmittelversorgung gegeben. Ermutigt von der erfolgreichen sozialistischen Oktoberrevolution in Russland, legten im Januar 1918 mehr als 1 Million Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland die Arbeit nieder. Der Streik wurde mitorganisiert von den revolutionären Obleuten und der Spartakusgruppe. Das war eine revolutionäre Gruppe innerhalb der USPD um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Der Streik konnte erst nach einigen Tagen durch den Einsatz von Polizei und Militär niedergeschlagen werden. Spätestens im Oktober 1918 reifte dann eine akut revolutionäre Situation heran. Die deutsche Westfront stand vor dem Zusammenbruch. Die deutsche Kriegsmarine war der britischen Flotte stark unterlegen und in allen Teilen des Militärs und den großen deutschen Städten wuchs die Wut gegen die miserablen Zustände und den jahrelangen Krieg. Die Zeit war reif für eine Revolution. Die Spartakusgruppe sah dies und organisierte Anfang Oktober eine landesweite Konferenz, um den Aufstand zu planen. Sie verabschiedeten ein revolutionäres Programm gegen den Krieg, für die Sozialisierung der Produktionsmittel, die Enteignung des Bankkapitals und verbreiteten dieses im gesamten Land. Karl Liebknecht schlug im Namen der Spartakusgruppe den 3. November vor, um Massenveranstaltungen abzuhalten, die in einem Generalstreik und schließlich in einem revolutionären Aufstand münden sollten.
Doch während in Berlin noch über den richtigen Zeitpunkt für die Revolution gestritten wurde, waren die Matrosen gezwungen zu handeln. Ein Flottenbefehl vom 24. Oktober sollte große Teile der deutschen Kriegsflotte in eine selbstmörderische letzte Schlacht gegen die um ein Vielfaches stärkere britische Flotte schicken. Die Matrosen, die in ihrer Mehrzahl zwangsverpflichtete Arbeiter waren, rebellierten gegen dieses Selbstmordkommando. Zunächst in Kiel und innerhalb weniger Tage in allen Städten, in denen die deutsche Flotte in Norddeutschland stationiert war, standen die Matrosen und mit ihnen die Arbeiterinnen und Arbeiter gegen Krieg und Kaiser auf. Innerhalb der ersten Novemberwoche 1918 bildeten sich fast im ganzen Deutschen Reich Arbeiter- und Soldatenräte, die die regionalen Könige und Fürste und kaiserlichen Gouverneure entmachteten und die Verwaltung und Regierungsgeschäfte übernahmen. Am 9. November erreichte die revolutionäre Welle schließlich die Hauptstadt Berlin, welche mit einem politischen Generalstreik lahmgelegt wurde und den Kaiser absetzte. Der neue Reichskanzler wurde Friedrich Ebert, damals Vorsitzender der SPD. 2 Tage vorher erklärte er dem alten Reichskanzler: "Wenn der Kaiser nicht abdankt, dann ist die soziale Revolution unvermeidlich. Ich will sie aber nicht. Ja, ich hasse sie wie die Pest." So kam es am 9. November gleich zweimal zur Ausrufung der Republik. Einmal als bürgerliche Republik durch den SPD-Abgeordneten Philipp Scheidemann und einmal als sozialistische Republik durch Karl Liebknecht. Die SPD hatte zuvor versucht, den Generalstreik zu verhindern und Ruhe und Ordnung in der Hauptstadt zu wahren. Als dieser Versuch scheiterte, versuchte die SPD, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, um aus ihrer Sicht Schlimmeres zu verhindern. Es entbrannte ein Kampf zwischen der SPD auf der einen Seite, die in ihrer Zeitung Vorwärts erklärte, dass das Wirtschaftsleben und der Verkehr unbedingt aufrechterhalten werden müssen, und an die Soldaten sagte: "Kehrt ruhig in die Kasernen zurück." Und auf der anderen Seite die Kommunistinnen und Kommunisten der Spartakusgruppe, die ein Rätsystem nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution aufbauen wollten. Sie forderten unter anderem die Entwaffnung der Polizei und der reaktionären Truppen, sowie die Bewaffnung des Proletariats und die Bildung einer Roten Garde. Sie forderten die Enteignung des großen und mittleren Grundbesitzes, aller Banken, Bergwerke, Hütten und Großbetriebe. Und schließlich forderten sie die Übernahme der Macht durch die Arbeiter- und Soldatenräte. Doch dazu sollte es nicht kommen. Die Räte verloren immer weiter an revolutionärem Elan und die SPD hatte dort den größten Einfluss. Der kapitalistische Staatsapparat existierte weiterhin und die Kapitalistenklasse konnte nicht enteignet werden. Schnell wurde klar, dass es einer zweiten revolutionären Welle benötigte, um wirklich die Arbeiterklasse an die Macht zu bringen und die immer fester im Sattel sitzenden Verräter an der Arbeiterklasse, die SPD, zu entmachten. Es folgten die Januarkämpfe 1919, die unter dem Namen Spartakusaufstand bekannt wurden, und die Errichtung lokaler Räterepubliken wie in Bremen und München. Wir können heute davon sprechen, dass es über die Märzrevolution 1920 bis zum Hamburger Aufstand 1923 eine anhaltende Welle revolutionärer Kämpfe gab, die allerdings durch eine Zusammenarbeit von faschistischen Truppen, der Reichswehr und bürgerlichen Reaktionären und der SPD niedergeschlagen wurden. Dazu gehörte auch die gezielte Ermordung führender Kader der zum 1. Januar 1919 gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands, wie Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches und Eugen Levinet in den ersten Monaten 1919, sowie tausende Arbeiterinnen und Arbeiter und Soldaten. Die Revolution im November 1918 war kein geplanter militärischer Aufstand und stand schon gar nicht unter klarer Führung einer politischen Organisation. Sie war vielmehr eine spontane, massenhafte Erhebung, der eine klare politische Führung fehlte. Die KPD gründete sich als Zusammenschluss von verschiedenen revolutionären Strömungen in einer akut revolutionären Situation. Sie besaß kein ausdifferenziertes Programm und auch keine entsprechende Strategie, während das Proletariat bereits zum entscheidenden Kampf gegen das kapitalistische System angetreten war. Die Geschichte zeigt uns also, wie wichtig es ist, eine starke, kampffähige Partei zu schaffen, bevor die objektiven Bedingungen einer revolutionären Situation wie in den Jahren 1918-19 herangereift sind. Die Herausbildung einer einheitlichen politisch-ideologischen Linie, der Aufbau eines demokratisch-zentralistischen und dynamischen Organisationsgerüsts sowie die Schaffung von Massenorganisationen und Propagandakanälen sind unverzichtbar dafür und können nicht erst in der Revolution geschaffen werden. Deshalb müssen wir heute die notwendigen Bedingungen
und organisatorischen Grundlagen für die erfolgreiche sozialistische Revolution von morgen schaffen. Wenn du mehr über die Rätedemokratie erfahren willst, dann kannst du hier auf unseren Podcast zu dem Thema klicken. Ansonsten freue ich mich, wenn du mithilfst, das Video zu teilen und zu verbreiten, und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.